Also, Videoblog hier von Ungarn. Ja, war halt ein mega kompliziertes Rennen heute. Schade, das Safety Car, das hat mir voll im falschen Moment irgendwie. Also, der Moment war eigentlich gar nicht falsch, nur es kam halt falsch raus, sodass ich dann dahinter hing, hinter Safety Car und Medical Car. Und da waren wir so langsam unterwegs, dass alle, die dann vorher schon stoppen konnten, natürlich dann vor mir waren danach. Ja. Und das war das größte Problem. Dadurch habe ich keine Ahnung, wie viele Plätze verloren. Dann habe ich noch ein Bremsproblem gehabt, überhitzende Bremsen. Das hat mir dann auch nochmal einen Platz oder zwei gekostet. Und ja, und ab dann war es halt, ja, wir mussten irgendwas machen, Strategie probiert und das war dann im Nachhinein die falsche. Aber das konnte man in dem Moment nicht wissen. Und mein Teamkollege hat mich auch nicht vorbeigelassen. Das müssen wir halt intern jetzt nochmal diskutieren. Ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Ist klar, dass das, ja, dass er das nicht respektiert hat. Und das müssen wir jetzt natürlich diskutieren und schauen, wie wir dann weitermachen. Und ansonsten, ja, am meisten ärgert mich die letzte Runde, weil das war eine kleine Chance und da haben 30 Zentimeter gefehlt da außen. Und was er gemacht hat, ist okay, das ist Rennsport. Der innen ist, das ist seine Kurve. Aber, und das ärgert mich, dass ich da nicht vorbeigekommen bin. Aber nächstes Mal. Trotzdem, immer noch WM-Führung, jetzt gibt es Sommerpause. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, schönes Rennen und bis bald.